Da ist ein Level 2 Elsch. Was Hallo wieder? Und herzlich. Hallo und Hallo und herzlich willkommen. So. So. 81. Folge. Subsistence. Mit Heiko, Miri, Julia und Manu. Ja, moin. Moin. Sorry. Kein Anstand. Kein Anstand. Ja, wir sind noch frohen Mutes, wie man sieht. In der letzten Folge habe ich tatsächlich geschafft, mein Panel zu machen. Ich bin so glücklich. Ich werde es jetzt aufstellen. Und es wird Strom kriegen. Toll. Tränenfließhilfe. Bleib dran, danke. Manchmal braucht es so wenig, um jemanden glücklich zu machen. Oh. Winselstotter. Paartherapie kommt, ich sag's dir. Oh, morgen wieder. Oh Mann, ist mir der Köder gerissen. Dreck damit. Das war Karma. Scheiß Karma. Das hatte ich die ganze Nacht über. Karma ist eine Bitch. So. Ja, das ist bekannt. Ja, heißt sie nicht Carmen? Oh, ich entschuldige mich bei allen Carmen dieser Welt für diese Aussage. Oh, und die Entschuldigung, ich sollte sie vor jede Folge setzen. So viel kann man sich gar nicht entschuldigen. Oh Gott. Für das Carmen. Ja, nu. Du hast gerade gesagt, Karma ist eine Bitch. Und da habe ich gesagt, die heißt doch Carmen. Ja, eben. Aber, weißt du, wie viele Carmen es gibt, die keine sind? Ach. Ach was? Würdet ihr euch bei diesen Carmens bitte entschuldigen? Natürlich. Und auch nicht jede Karen ist eine böse Karen. Ne? Der ist jetzt wieder Karen. Die Schwester von Carmen. Ach so. Man kennt Karen. Oh, alle mit C. Nee, mit K. Carmen und Caroline mit C? Mit K? Karen wird mit C. Mit K. Carmen nach Kreuz schreibt man doch auch mit K. Carmen ist am Kreuz? Oh je. Oh Gott, jetzt geht's. Nicht schön für Carmen. Wer sitzt im Warmen? Kriegt mal lange Arme. Carmen! Das Carmen! Ah, das Carmen. Ah. Wer ist die? Bea. Du kannst ruhig stehen bleiben. Mach Männchen. Feiner Bär. So ist brav. Fein. Ich such dich, ich find dich, ich komm hinterhergeschlichen. Gucke mal, wie ein Männchen macht, der Kleine. Ist doch nicht wahr. Na, heißt er bestimmt Kevin. Ich entschuldige mich auch bei allen Kevins. Kevin ist ja kein Name. Kevin ist eine Diagnose. Auch schon wieder mit K. Kevin, Caroline. Ja, aber wenn du Kevin heißt, dann hast du manchmal wirklich, das ist schon immer lustig, ne? Du wirst von überall voll. Ja, mein Vater hieß Horst. Aber zum Glück ist er gestorben, bevor dieser Name zum Schimpfwort mutierte. Er hat, ich kennt mich zum Spruch. Horst. Ja, das hat er nicht mehr mitgekriegt. Der ist 1986 gestorben, da war das noch ein, ich sag mal, zulässiger Name. Kevin heißt mein Kumpel. Hi, Kevin. Ja, okay. Muss man sagen, ist kein Name. Gleich mal Grüße hier gehen raus an Kevin, den Kumpel. Sorry, Kevin. Kumpel Kevin. Du bist nicht gemeint. Nein. Ja, das ist schon gewohnt. Es gibt doch noch schlimmere Namen, also die noch größere Strafe sind. Was meinst du, wenn die jetzt Chantal heißt? Oh. Chantal. Oh, Chantal. Jacqueline. Oh, furchtbar. Hier ist meine Ex. Jacqueline. Oh Gott. Das ist schon grausam. Oh, war meine Ex. Ja, aber stell dir mal vor, der heißt Heiko. Ja, hallo? Das geht gar nicht.
Dann würde ich fragen, was habe ich meinen Eltern getan? Na ja, alles klar. Also, ja, oh, Mariko. Ich hab fast ein schlechtes Gewissen. Fast. Ja, genau. Irgendwie so eine Werbung, ne? Ja, und dann noch Grüße hier von Heike oder Heiko. Heike? Heike? Ich hab hier den schönsten Namen. Mhm. Schleimo hat diese Fassung. Nein, meine Schwester weiß genau Bescheid. Naja, naja. Warum heißt sie auch Jacqueline? Heißt sie nicht Jacqueline? Jacqueline Chantal. Oh, das musst du machen. Oh, wie heißt ihr Kind? Kevin, Jacqueline, Chantal. Nicht das Sand essen. Kevin, Jacqueline, Chantal. Komm, wir gucken mal, wie die Wetter ist. Geh mal bei die Oma, die tut dich noch ein Eis. Jacqueline, hör mal auf, dem Kevin immer mit der Schippe auf den Kopf rumzukloppen. Das ist Aua. Oh, Kevin Nikolas, nein! Oh Gott, noch schlimmer! Oh, Kevin Nikolas! Oh, grausig. Sorry für alle, die so heiß sind. Ja, wollte ich gerade sagen, wir müssen uns echt default entschuldigen hier. Vielleicht schaffen wir das ja mit einer Folge, deine Abonnentenzahl zu halbieren. Ja, das kriegt. Ich hab ja gestern gelernt, wie man die Abonnentenzahl wieder hochtreibt. Ja, teuer, ne? Nee, gar nicht. Tatsächlich. Eigentlich brauchst du nur den Ausschnitt deines Pullovers weiter ausschneiden. Das ist noch nicht mal, das kostet nichts. Kostet nur eine Schere. Okay. Bei mir würdest du da halt. Billigen Markenpulli, ne? Und billigen Markenpulli? Ja, ich würde sogar mein hübsches Teil aus dem Schrank ziehen. Ah ja. Ja, Heiko, das benutzt bei dir nichts. Das ist. Da bin ich mir ja, ziemlich sicher. Umso mehr. Du, ja, drei Haare, nur bei ganzem Wissen. Du hast drei Haare auf der Brust, du bist ein Bär, richtig? Drei reichen nämlich. Oh Gott, er hat Pelz. Und nicht nur vorne. Oh Gott, es wird schlimmer. Deswegen kennt er sich so gut aus in der Wildnis, weißt du? Ja. Jetzt kommen wir erstmal dahinter. Wir hatten auch mal so einen Arbeitskollegen, der hatte auch so schwarz behaart, über die Arme, der Rücken, Nacken, alles voll. Und dann Arbeitskleidung an, das waren rote T-Shirts, ne? Ich sag, das sieht voll scheiße aus und außerdem ist das doch bestimmt zu warm. Er guckt mich an, ich sag, ja, hier das rote T-Shirt über den schwarzen Pulli. So, oh, bei mir kommen 0,57 rein, aber 69 geht. Ah ja, ich schmelze ja gerade Eisen. Ja, okay, das ist ja dann. Jetzt muss ich das doch glatt weg mal im Auge behalten. Ach Mensch. Hast du denn schon auf den Latten? Nee. Nein, wie denn? Von was denn? Dann machst du was 0,9 pro Pendel. Also 4 hast du, ne? Was soll ich das denn aufwerten? 4 Pendel hast du, ne? Ich hab 4 Pendel, ja. 4. 36 machen wir. Ja, aufwerten. Eine Stufe könntest du aufwerten, aber. Mit was zweite? Denn? Hast kein Eisen. Ich habe weh. Ja, und Sehnen habe ich auch nicht. Ach so. Ja. Schlechter. Sätze-Problem. Ja. Bei mir laufen ja keine Elche mehr, die kommen ja nicht mehr bis zu mir. Die werden ja schon vorher geschossen. Na, bist abgeschrumpft, ne? Bei jeder Seite. Du müsstest vielleicht mal einen Puma jagen gehen, ne? Und Level 1 hast du hier Probleme nicht. Warte mal, ich kann das nicht, ich muss das ausmachen, es tut mir leid. Ich kann die Schmelze jetzt nicht laufen lassen, das geht nicht. Nee, ich kann die auch nicht laufen lassen. Das funktioniert nicht. Puma ist ja auch keiner, wo ist der überhaupt? Auf Urlaub oder was? So, Schmelze. Ich glaube auch. Da haben wir keine Mangel. Ab der Hund.
Manu frei. Ja, ach, da unten ist er. Ach, da unten. Ja, welches Level bist du denn, mein Freund? Nee, mal gucken, ne? 25.000. 25.000, was? Ja, Level. Ach so. Manu möchte wissen, welches Level er hat. Würde ich gerne wissen. Das ist nicht. Ja, ich brauch geschissen. Welcher Level? Dreier, ne? Ich weiß es nicht. Auf geschissen, sagte die Möwe und flog weiter über den Parkplatz. Wie habe ich den jetzt bitte gerade gegessen? Ich habe einen Hasen gerade gegessen, ich weiß ja nicht warum. Ich habe den in den Kühlschrank geschmissen und nicht gegessen. Back. Einer Level. Einer? Hm. Der hängt da im Busch. Ja, ja, der hängt da im Busch. Ich weiß auch nicht warum. Kommst du mal da raus, Kollege, oder was? Jetzt zittert, ne? Jetzt ist er raus. Und daneben. So. Sauf. Jawohl. So. Sehr schön. Mal gucken. Ich dafür bin ich jetzt sogar in der Wildnis hier einfach so rumgestanden. Am Strand habt ihr gesehen. Ja, ja. Fünf sehen. Oh, ein Elch! Oh, schön! Also auf Level 3. Ja, das wäre natürlich nicht so toll, ne? Level 2. Das schaffst du. Nein. Doch, ich habe keine aufgewerteten Waffen. Gar nicht. Ich habe nur die Magnum. Ich habe einen Zweier auch geschafft. Und habe keine einzige aufgewertete Waffe. Nur mit bloßen Fäusten niedergerungen. Erwürgt. Was dabei noch eine geschossen? Hand in die Tasche gelassen. Und das Schrott. Ich glaube, ich habe zwei Gewehrkugeln geschossen. Da ist er weggelaufen und dann habe ich ihm zwei Schrotze reingeschmissen. Und er ist dann direkt durch und durchgefallen. Ich wollte keine hohen mehr machen. Dann lass es lieber, wenn du dich nicht, oder? Ich meine es. Pentos ist bestimmt. Also hier ist keine Lockenkiste heute, das ist echt nicht mehr normal. Nee, super. Oh, Wolf bleibt da oben. So, machen wir noch mal ein paar Bretter. Scheiß Wolf. Lass mich. Ja, das ist nervig. Ist ja ziemlich. Danke, Heiko. Ist ja eine ziemlich fäkale Fauna hier, ne? Ja, ja. Alle voll gekackt. Bär und Scheiß Wolf und echt. Warum? Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Warum was? Ja, weitergelaufen. Ich hab nur mein Bögelchen gezogen. Mhm. Ja, ja. Bögelchen. Oh, ich höre schon wieder was knurren. Unter Umständen Wolf. Ja, ja. Ich will doch nur meine Elch schießen. Nix da. Was ist denn hier Schrott? Einer, einmal hab. Oh, Bier! Oh. Ja, Bunny, Freund, ich will doch einfach nur ein... Audibelreife. Ich will doch einfach nur diesen blöden Elch schießen. Kommt gar nicht in die Tüte. Kann doch nicht wahr sein, ey. Meine Schrotze ist voll. Das ist gut. So, die ist auf 5. Nein, Bär, geh! Ich hab die Schrotze voll, ne? Bär, du sollst jetzt gehen. Bär, geh. Und geht er? Nicht. Du sollst gehen. Oh, ich krieg die Katze. Wohin? Och, dieser Elch ist doch echt nicht normal. Ich hatte vorhin auch einen, der war ich vorhin gelaufen. Also. Da war ich ja fast bei dir. Ja, aber ich muss ihn jetzt weiter schießen, sonst ist er wieder zu hoch. Ja, ja, sonst geht er schon wieder.
So. Ja, Lochkiste ist irgendwie. So. Nee. Oh, der läuft noch weiter. Ja, lauf doch weiter. Durch die ganzen Bären und Wölfe, lauf doch durch da. Doch überhaupt kein Problem. Nee, ist ja auch nicht. Das Problem hast nur du. Aber drei Pfeile ist gut, oder? Ja. Ist schon die halbe Miete, ne? Ja. Spannend. Mein Gott, Schrott aufgesammelt, ich hab's gehört. Unk. Nein, och Mann. Jetzt wieder. Oh, Wolf. So ist schön, so ist schön. Braves Tier. So, und jetzt bleib stehen, ich will dich schießen. Schön stehen bleiben, nicht bewegen. Bitte in Pose, eins, zwei, drei. Einen Schritt noch, einen Schritt nach links. Grinsen! Hey, schieß! Er hat mir das Bein gebrochen, ich habe ein Biohazard, aber ich lebe. Scheißegal, aber du hast es geschafft. Hurra, wir leben. Uiuiui, ui, ui. Wenn der jetzt nicht vier Sehnen hat, ne? Krücke. Dann schneidst du ihm alle fünf Beine ab. Drei Sehnen. Sag ich noch, Krücke. Und zwei Fett. Hab auch geschossen, hast du gemerkt, ja? Nein, ich hab zwei Schüsse gehört. Dann stimmt! Stimmt, du hast. Ich hab fünf Kugeln nur drin gehabt. Da muss ich dir eine Sehne abgeben. Nein. Bald. Dankeschön. Dankeschön. Hat die gerade nochmal geschafft, der Blödmann. Der hat was? Hat die gerade nochmal gekriegt. Oder hat nochmal geschossen. Aber ja. Ja, ich wollte nochmal schießen, aber da sackte schon zusammen. Hat meinen Schrotlein abgekriegt. Lebt ja. Dankeschön. Alles gut. Trotzdem hat er mir das Bein gebrochen, ne? Biohazard habe ich auch. Das ist meistens, ja. Das muss ich auch. Hast du einen Tragen bei? Nee, ich hab zu Hause. Aber ich gehe jetzt nach Hause, ich muss das Fleisch wegbringen. Wird ein Fleisch, ja. Achso, ich brauch den. Nein, Bärchen, du siehst mich nicht, ich bin nicht da. Hättest du das jetzt nicht gesagt, hätte ich gesagt, ich hab das gemacht. Hättest du auch schnell geschossen. Bleiben wir dran noch? Ja. Ja, Elch hat Power, also. Ah, das ist ein echter Power-Elch. Von Duracell. Läuft und läuft. Hat auch kein rotes Geweih. Das schmeckt. Zwei Geweihe hat er. Also zwei Geweihe sind immer. Das bleibt. So. Essen. Aus dem seine Leber habe ich gleich einen neuen Trank gemacht. Ja. Das ist immer gut. Ich habe schon sechs Elchbraten in meinem Kühlschrank. Ich hab die direkt geteilt. Wie sind die denn da reingenommen? Wie sind die denn da reingekommen? Ja, ich hab glaube sogar noch ein paar mehr. Ich glaube über 10 sogar. So, mal den Rest rausnehmen. Ah, ne. Ja, ich habe drei neue Sehnen. Hä? Geh mal nicht auf den Senkel. Hä? Doch. Nö. Gibt's nicht mehr. Jetzt dieser Blatt. So, Erdbeere. Erdbeere. Ich bin mich noch an, da sind sie schon umgefallen. Also wirklich. Ich bin jetzt verwirrt. Warum denn? Bitte? Ich
Ich hatte jetzt Sehnen in meinem Inventar? Ja. Ja, 3 von 11. Ich hatte 12 Sehnen in meinem Inventar. Was ey, Ich bin total verwirrt gerade. Ich überlege gerade, woher ich 12 Sehnen. Hast du Lockpick gefunden gehabt? Nee. Ja, heute hatte ich schon eine, aber ja, die hat sich da unten hingelegt, oder was? Ja, das kann möglich sein, ne? Begeben Sie sich nach Hause. Gehen Sie direkt dorthin. Gehen Sie nicht über Julias Kiste. Ziehen Sie keine 4 Sehnen ein. Ja. Ach, okay, so. Ich bin maximal verwirrt. Ich mach mein Schild hier an meine Tür. Schreibe ich drauf, keine Kreuzzüge. Ich bin echt maximal verwirrt irgendwie gerade. Hast du mir noch drin genommen, 9 Sehnen, oder? Da waren Sehnen drin, ich glaube ja, da waren Sehnen drin, ja, ja. Ich bin echt. Ich bin so, durch. Ich könnte jetzt da oben bleiben, ich möchte gerne jetzt an die Kiste dran. Ich bin echt durch. 36 gehen rein, 2 gehen raus, super. So, jetzt muss ich ja auch, ich muss schon wieder trinken und essen. Was ist denn los bei mir? Ja, das ist zu warm. Ich bin auch hier die ganze Zeit nur auf. Ja, aber ich habe da schon nichts an, ne? Irgendwie ist das so blödsinnig, oder nicht? Ich finde auch, dass das. Ja, man zum Zuschauen. Ich habe Hose und Schuhe an. Ja. Und natürlich mein Bustier. Aber. So, das tun wir mal hier. Ich werde mich jetzt tatsächlich veggie-technisch mal mit Heidelbeeren vollknallen. Und Steak aus dem Kühlschrank und so. Ein Obstsalat. So, füllig. 20 alten Heidelbeeren jetzt dafür. Ja, ich habe echte Probleme mit Strom. Ne? Das ist wirklich unfassbar. Ja. Wenn man viel baut, ist es schnell weg, ja. Und ich habe heute Morgen, also wo, was heißt heute Morgen? Also heute, wo wir angefangen haben, habe ich extra noch eine Tonne gemacht, ne? Mhm. Ich muss auch noch eine machen, glaube ich. 5 Tomate. 1. Warum liegt denn hier Stroh rum? Stroh? Du hast falsch reagiert. Du musst sagen, und warum hast du eine Maske auf? Meine schöne Ich bin Folge. Verwirrt. Ich bin äußerst. Ich weiß gar nicht, was los ist bei hast mir. Hast du aber schon einen Titel für die Folge? Warum liegt denn hier Stroh rum? Erhöht die Klickzahl vielleicht. Ja, ja. Das stimmt, das nimmt man Clickbait, das ist vom Weizen wieder. So, mein Bär, was bist du denn für einer? Mutti will dich schießen. Der braune totes Hähnchen. Och, scheiße. Ein totes Hähnchen. Aber Hähnchen haben ja kein Häschen. Aber die haben ja kein Fett. Nee. Das nützt mir nichts. Das alles nur für einen hohlen Zahn. Der braune ist ein Eier, bist du sicher? Nur beim Züchten. Ich glaube ja. Was braucht man eigentlich für ein Gewehr? 15 Eisen vor allen Dingen. 15 oder so. Ein bisschen ja, Stoff und ein paar Bretter oder? Das habe ich alles. Na sowas. Na dann macht ihr da eins. Ja. Das werde ich jetzt auch tun. Weil mit Pfeil und Bogen nochmal auf den Elch zu gehen. Wie viele Pfeile ich verschossen habe, will ich gar nicht erzählen. Ich habe von meinen 14 noch 4. Das brauchst du auch nicht erzählen, du hast mitgefilmt. Nur mal so zur Erinnerung. Da war ja was. Die Kamera ist aus. Das ist jetzt doof. Wir machen ein Hörspiel. Ja, ihr musstet eben schon hören die ganze Zeit. Es tut mir leid, dass ich euch da so, ne, und... Also der Schwarze ist ein Dreier und der Braune hier ist auch ein Dreier. Könnt ihr euch mal einigen, dass er auf den Einser geht? Nö. Ein Dreier wären sich schon nicht ganz ordentlich, ne? Oh, er kommt.
Erst anschießen und dann winseln. Nichts angeschossen. Er hat Männchen gemacht. Ich kann nichts dafür. Das macht er gleich mein Haus kaputt. Der kommt schon von alleine. Naja, macht er mein Haus kaputt? Nein. Oh, er ist da geblieben. Tschüss, Braver. Du bist ein ganz Braver. Also, ich glaube, mein Strom... Also jetzt kriege ich 36 rein. Mhm. Machst du mal, ja. Und Schippinnitz. So, wenn ich jetzt ein Iron Bar mache, jetzt habe ich wieder keinen Kupfer. Ist doch nicht dein Ernst. Ich habe genau noch 10 Kupfer. Oh, echt jetzt? Was? Pass auf, jetzt werde ich unter Wasser gehen, ist nicht ein Kupfer da. Weil ich suche ja Kupfer. Siehst du? So ist es, ja, siehst du, aber du hast es begriffen, ne? Genau so läuft das. Weißt du, die ganze Zeit suche ich Sandstein. Finde ich Kupfer. Nee, finde ich Kupfer. Jetzt brauche ich Kupfer, ist da Eisen und Perlen. Natürlich. Dann mach gut. Perlen ist immer gut. Ja, ja. Sogar 2 Stück. Naja, Heiko war schon länger nicht mehr schwimmen. Das ist schon ein bisschen so her, ja. Kleiner Vorteil. Das stimmt. So, was haben wir denn hier? Mal gucken. Hab ich auch gedeckt. Sandstein habe ich auch noch gefunden. Sag mal, wer hat eigentlich so viel Sandstein? Mit wem kann ich ins Geschäft kommen? Ich habe 171. Ich habe 105. Was möchtest du denn für deine 171 Sandstein haben? Baumwolle. Wie viel? So viel, wie ich dafür kriegen kann. Aber ich gebe dir nicht die ganzen 171. Ich gebe dir 100. Warte, ich gehe in mein Kistchen gucken. Huch, jetzt bin ich voll gegen die Wand gelaufen. Ist klar. So, ich habe in meiner Kiste 53 Baumwolle. Ja, das reicht. Für 100 Sandstein würde ich dir 40 geben. Gut. 50 Baumwolle für 100 Eisen. Und für 100 du hältst jetzt mal den Rand, ja? Bist du aber mutig. Ich bin nicht mutig, ich bin verzweifelt. Eisen sind am Meer. Ich bin auch nicht Eisen. Nicht Eisen. Ja, aber Glas für 40 Baumwolle ist gewagt. Ein Baumwolle ist sehr wertvoll. Ja? Ich hab gesagt, du sollst den Rand halten. Ich weiß. So, 20 hätten es auch gemacht. Sag mal. Ich glaube, da hat demnächst jemand irgendwas hinten im Kreuz hängen. Ja, das könnte sein. Ja, das ist nicht. Pass mal auf, du, die Statik, die kommt früher, als du glaubst. Was denn, da treibt ein Floß? Das ist deine Base. Ja, das ist schön, ein Standbase. Ich dachte, das wäre die Titanic. Ja, guck mal, da schwingt doch der DiCaprio, die olle Kackbratze. Ah, ja, du bist auch gesagt, 40 Baumwolle ist... Es ist total bescheuert. Geh ins Kino und gucken Titanic. Ja, mein Gott. Ja, was wird denn da bloß passieren? Ey, ist Titanic, die geht unter. Und das immer. Jedes Mal. Jedes Mal. Das ist wahr. Machst du 21 für 7 Baumwollsamen. Das ist das real. Das ist okay so. 21 für 7 Baumwollsamen. Nein, 7 Baumwollsamen, 21 Baumwolle. Ja. Für 100 Glas. Das ist real. Das ist okay. Aber 40 Baumwolle ist zu viel. Am Sandstein findest du ja unten Sand am Meer. Ich bin ja schon fast da jetzt gleich. Mit meinem gesammelten Sandstein. Findest du selten. Ich bin doch verzweifelt. Da hast du aber einen Palast gebaut. Oh, da ist ein Level 3 bei dir vor der Tür. Echt? Ja, der ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, und ich wollte zu dir kommen und dir deinen Sandstein bringen und der... Ich komme hinten rum. Hast du hinten eine Leiter? Ja. Deal ist Deal.
Deal ist Deal. 40 Baumwolle. Kommst du denn mit den 100 aus oder brauchst du noch mehr? Theoretisch brauche ich mehr. Oh. Ja, guck mal hoch. Das muss alles noch gemacht werden. So. Ja. Hier. Deal ist Deal. Geil. Ich baue ja, und das habe ich vor, ich möchte schon die Tauchgeräte bauen. Ja. Und wenn ich da zwei von habe, ja, dann kann, wenn einer sagt, ich müsste mal ganz dringend in die Grotte, so ein Ding mieten kommen, weißt du? Mieten kommen? Gegen welche Preise? Gegen welche Preise? Gegen nix. So, die Folge ist zu Ende. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich hänge hier bei Andrina fest. Ja, das macht nichts. Es gibt Schlimmeres im Leben. Die Folge heißt Wucher. Wucher. ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye. Tschüss. Tschüss.